Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf PietSmiet TV. Heute mit dem Sebastian, dem Jonathan, dem Bram und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet Servus. Habt. Hallo. Heute schauen wir uns an, gewünscht von Olsgeus, ich bin mir nicht sicher, ein altes Best-of, das auf unserem Best-of-Kanal noch rumliegt. Es heißt Sepps Weisheiten und ist vom Juni 2014. Ey, komm, jetzt freu ich mich jetzt schon Sachen. Drauf. Es heißt doch immer, Holzspielzeug ist pädagogisch wertvoll, ja? Ja. Ja. Wenn ein Kind das andere schlägt mit einem Holzzeug. Bram, dann hast du da nicht einzugreifen, das ist pädagogisch sehr wertvoll. Die müssen den sozialen Umgang untereinander lernen. Okay, Bram guckt sich das an und ich gucke mir das hier auch an. Und wir gucken uns selbst Weisheiten an. Das ist schon interessant. Was ist das? Bram. Das ist lange her. Gestern, hat der oder? Mal wieder voll nachgedacht? Sepp, Team Speed Pietsmeet, trust me, I'm an engineer. Ich bin eure Weihnachtsfee. Oh Leute, ich hab so Schiss ohne Scheiß. Ich habe mich mit Sepp zusammengetan, ohne dass die anderen das wissen. Oh, das war so schlecht von euch. Oh nein, so nice. Ich schon hatte. Das ist so geil. Oh mein Gott. Bei mir war er noch da. Ich hab Hartwig umgebracht. Warum spielt er denn dahin? Boah, und warum denke ich, jeder zweite Spieler ist von mir? Ja, ich würde jetzt einfach nur so zwei Endertouren aufstellen, ist doch Bullshit. Wie viel Platz brauchen wir hier, so ein Feld, oder was? Ja, mach einfach hin. Und dann im Kreis? Ah, oh, das war so genial. Was? Was, wie im Kreis? Alter, Sepp, wenn du das jetzt machst, war... Tu es, bitte mach, was du jetzt gerade machen willst. Das ist das Sahnehäufchen zum Schluss der Aufnahme. Sepp möchte nämlich gerade eine Endertruhe bauen, und zwar mit Obsidian, das er auf dem Boden platzieren möchte. Wann wolltest Trust du da? Wir haben ein Ingenieur. Ohne Spaß, Sepp, wie lange spielst du schon Minecraft? Vielleicht haben wir ja Glück und Sepp weiß nicht mehr, wie man Ofen craftet oder so. Wir bauen uns jetzt hier mal einen schönen kleinen. Das ist aber auch schon gemein. Alter. Mega gut, ey. Oh mein Gott. Was hat Bram gesagt? Das ist gemein und ich habe nur kurz das Fenster zugemacht, damit ich nicht die ganze Zeit auf die kleinen komischen Skinner der anderen gucke. Ah ja, okay. Daneben zocken, meine Hobbys und Leidenschaften sind zocken. Da ist der Brat. Das ist ja super. Daneben zocken. Ja, ich zock am liebsten. Leute, awesome! Also oh mein Gott, what the fuck? Da ist gebratener Fisch drin, Leute, awesome! Also what ich stehe eigentlich nicht auf Fisch, aber... Sepp, du weißt, dass du die Lava jetzt nach unten fahren lässt, ne? Ja, das sind so Nebeneffekte, Boden das ist eben, mit Tschernobyl. natürlich nur beste Pietsmeet-Qualität hinten rauskommt. Oh. Alter. Jetzt verlieren wir das. Was war das denn? Ja, Hadi, das war leider deine Abschlussferie. Das war schon sehr lustig. Einfach Hadi, der 5-2 steht gewässert. Zack. So bricht man das Momentum in seinem eigenen Team, weißt du? Mega gut. Was war das denn? Ich hab minimiert und dabei messert der. Warum lache ich die auch schon wieder? Weil ich einfach nichts zu tun hatte. Leckerli! Ich will auf jeden Fall, mein Ziel ist nicht letzter und auch nicht vorletzter zu werden. Ich will mindestens Dritter werden. Wo ist denn das Radar? Moment, was? Ach ne, wir waren noch 6 zu der Zeit. Stimmt, Moment, ja, ich hab das prediktet. Auch nicht vorletzter. Ja doch, ergibt ja Sinn, was du sagst, oder? Nee. Mach noch mal. Wir sind doch 6, der Hardy war noch da. Und damit wäre Dritter weder letzter noch heißt vorletzter. Hast du das Hardy predicted? Ja, dass gut, er aber weggeht. Ich meinte, glaube ich, Vierter. Hä? Also nicht letzter und nicht vorletzter. Achso. Leckerli! Ich will auf jeden Fall, mein Ziel ist nicht letzter und auch nicht vorletzter zu werden. Ich will mindestens Dritter werden. Wo ist denn das Radar? Ich finde das Radar gar nicht. Das ist oben rechts direkt, die erste Reihe. Okay, alles Klärchen habe ich. Oh, guck mal, da ist doch direkt schon der Erste. Christian, so sieht er uns. Weil er ein Radar gekauft hat? Das hat er doch gerade gesagt! Oh Peter, jetzt hör doch mal auf zu lachen hier!
Ihr seid so perverse Schwänze. Schwänze! Ey! Du hast jetzt ein Ranked-Spiel gestartet. Ist das schlecht, cool, wenn man ein Ranked-Spiel startet? Wenn du abbrichst, kannst du das Spiel eine Zeit lang nicht mehr spielen. Das ist mir egal, ich spiele halt eh nicht mehr die Woche. Ja, ich war auch irgendwie, ich war noch nie da, wo ich war. Sag mal, wer steht hier eigentlich die ganze Zeit? Sepp, bist du die ganze Zeit im Baumhügel oder AFK? Das stimmt! Ja, das hau ne weg! Hau ne weg! Guck nach! Jawohl, oh Mann, Seppelchen. Ach, Seppelchen, ey. Ja, Sepp, hast gerade die Bombe gelegt da oben. Das ist aber nein, ärgerlich, dass ich dich dabei gesehen hab. Sepp, hast dich wieder beim Bombenlegen erwischen lassen. Sepp, Bombe geplantet! Sepp hat wieder die Bombe geplantet! Der hat sie geplantet, die geht doch 40 Sekunden auf den Schrank. Haut ab! Alter, was hat Sepp da gerade in der Ecke gemacht? Hat er die Bombe wieder mal geplantet? Peter, ja, Sepp hat die Bombe geplättet, Sepp, wir sind... Oh, warum schießt du denn auf mich? Sepp, du bist schon wieder beim Bombeplätten erwischt worden, ey. Nein. Natürlich. Ein Haken, ja. Ein Haken, ist halt so lustig. Das ist geil. Nur die Wurst hat zwei. Wenn du triffst, wird es spannend. Oh, nein! Ja, nice. Elfmeter schießen, mein... Ja. Ja, kann ich zumindest auf jeden Fall sehr gut. Na, was? Nein! Oh, nein! No! Oh, nein! 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 Oh, der Flo hat gewonnen! Und da habe ich einfach den Sepp gemacht. Alter, da hat er wieder gerade den Sepp rausgehauen. Du bist der Teufel Satans. Ja, was ist denn mit Sepp? Was spielen wir denn? Du bist der Teufel Satans. In der Fußballszene ist aber auch schön, wie du dich freust und die Arme so hochhebst, nachdem du eins verloren hast. So, ja, da hat der Flo gewonnen. Das war, glaube ich, immer noch Depression. Was war das? Depression von meiner Niederlage. Ach so. Ich hab den Sepp gemacht. Alter, da hat er wieder gerade den Sepp rausgehauen. Du bist der Teufel Satans. Ja, was ist denn Sepp? Was spielen wir denn überhaupt? Oh, Mann, ey! Warum hast du denn vorhin dein Buch nicht durchgelesen? Und bei mir durften schon alle einmal ran. Ich hoffe, das wird auch so bleiben. Dass mir keiner abgegangen ist, ist echt ein Wunder. Hab mich das Bett abgebaut. Oh! Ja, aber pass auf, Jay. Weißt du, ich baue extra so eine versteckte Kammer, wo das Bett aufgebaut ist, aber Sepp, der tausendmal stirbt, baut einfach nicht die fucking Blöcke wieder vor das Bett. Ja, warum baust du denn die scheiß Blöcke nicht mehr vor das Bett, ey? Was meinst aber du, warum ich das in die Wand gebaut habe? So ja, wie, du hattest keine Blöcke, was meinst du, was der Sinn von einem versteckten Bett ist, du Affenkind? Alter Sepp! Oh, was war das denn? Oh Gott! Oh Gott! Ja, mit meinem Texture Pack sehe ich, glaube ich, auch Unsichtbare irgendwie nicht vernünftig. Ja, da kommt der Sepp. Whee! Nein! Bah. Ich mag das nicht. Sehr gut, Sepp! Alter! Ey, oh Gott, Sepp! Ich hab mich selbst geflasht. Oh mein Gott! Hat mir die Sachen, die ich bei Victoria's Secret geholt hab, gezeigt? Worauf soll ich warten? Da passiert doch gar nichts. Oder nur gesagt, hier Tüte. Wobei, in dem Moment, die muss man auch nicht unbedingt zeigen. Ja, manchmal muss einfach nur warten, dann legst du das Problem von selbst, wa? Schöne Zeiten. Das war teilweise echt so Flashbacks, weil es TTT da wieder zu sehen und MW2 da wieder zu sehen. Ja, das war schon cool. Ja. Aber war ein bisschen gemein Sepp gegenüber, möchte ich mal ganz kurz sagen. Nein. Nein, das war schon lustig. Hat das selber. Sind ja alle Best-ofs eigentlich, sind ja uns gegenüber gemein. Das war wirklich lustig. Ja. Schmutz. Nein, 2 von 10. Dankeschön, Oldskois, dass du uns darum gebeten hast, dieses Relikt der Vergangenheit nochmal auszugraben und uns anzuschauen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Euch hoffentlich ebenfalls. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.